Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dead Space. So, dann wollen wir mal gucken, wie wir jetzt weiterverfahren. Und zwar würde ich gerne das hier machen. Mal gucken. Jetzt müsste das ja auch wieder gehen. Also erst die Nebenquests. Weil Ressourcen und so. In der Hoffnung, dass wir nochmal was Cooles finden vielleicht. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie es draußen aussieht. Und was wir jetzt hier draußen jetzt alles erledigen können. Der war gut. Ein Schuss. Nice. So, gucken wir mal. Das wäre zurück. Jetzt gucke ich mal. Nicht, dass er mich jetzt doch wieder in die richtige, in die falsche Richtung schiebt. Nein. So, jetzt aber. Na, jetzt machen wir bitte das, was ich machen möchte. So. Gucken wir mal. Okay. Das heißt, er macht das richtig, so wie ich das haben möchte. Somit gehen wir erst zum Vorratslager. Ein Schuss, also wirklich gut. So, weiter geradeaus. Das Eis, das irritiert hier einen so ein bisschen. Ich denke mal, hier sind wir richtig. So, mein Kleiner. Dann geh schon mal los. Okay, und wir gehen weiter. Ja, immer geradeaus. Na gut. Na, hier sind wir ja auch durchgekommen. Ich kann mich noch so ein bisschen dran erinnern. Achso, ja gut. Irgendwo lag Munition, die ich nicht gesehen habe. Die haben wir jetzt instant eingesammelt. Schon mal nicht so schlecht. Hier ist die Aloha-Station mit einer freundlichen Erinnerung des HQ. Lasst eure Rationskarten nach jeder Mahlzeit abstempeln. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Jetzt etwas zum Aufhören. So, gucken wir mal. Hoppala. Ja, weiter zurück. Mit dem Anzug ist es halt viel angenehmer. Ach, das ist doch hier denn, ne? Ja. Und hier oben war doch auch nochmal irgendwas. Moment, jetzt können wir in Ruhe hier hochgehen. Und uns hier nochmal ein bisschen umgucken. Aber hier oben ist jetzt nur Gesundheit. Na gut, nehme ich auch mit. Sonst ist hier nichts weiter. Na gut, dann wieder runter. Okay. Schauen wir mal. Hier ist nichts weiter. Und dann machen wir mal die Tür auf. Hallöchen. Jemand zu Hause? Knock, knock. Mhm. Vorratslager. Okay, hier haben wir nochmal einen Anzugsrig. Und nochmal eine Werkbank. Da vorne ist, glaube ich, ein Audio. Lumley! Russo!
Ist da wer? Ach, verdammt, hier ist niemand. Jemand hat die Musik eingelassen. Synchronisieren Sie Ihren Ortungssender mit Sergeant Lumleys Rig. Wir sollten den Transponder seines Anzugs empfangen. Warum hat der General uns hierher geschickt? Junge, ohne Mampf kein Kampf. Ohne Nahrung und Waffen würden wir keine Woche auf diesem Planeten überleben. Lumley hat beides. Kacke. Okay, er hat Nahrung und Munition. Hört sich doch schon mal gar nicht so verkehrt an. Aber ich würde jetzt hier nochmal kurz an dem Sniper nochmal ein bisschen was ändern wollen. Und zwar die medizinische Erweiterung. Was haben wir hier? Ja, hilft mir jetzt nicht so. Säurebad. Überzieht Projektile mit einer Säureschicht, die nach und nach Schaden zufügt. Oh. So, gucken wir aber mal nicht, dass wir hier... Wir könnten nochmal elektronische Aufladung. Aber das Säurebad hört sich auch interessant an. Wobei... Ich würde nochmal kurz hier... Die elektronische austauschen gegen das Säurebad. So. Bastel, bastel, bastel. Okay. Und hier denn die elektronische draufsetzen. Ich denke mal, das kommt deutlich cooler. So, und ansonsten, naja, Feuerrate brauchen wir ja hier eigentlich auch nicht so häufig. Na gut, kann ich jetzt sowieso nicht viel mehr ändern. Können wir noch irgendeinen Rahmen machen? Nö. Wir haben aber hier noch einen kompakten. Den könnten wir verkaufen. So. Und dann können wir ja hier die medizinische Hilfe und Stase-Hilfe mal mit wegmachen. So. Bastel, bastel, bastel. Gut, dann gucken wir mal hier rein. Das können wir auch nochmal verkaufen. Würde ich sagen. Und, ja. Komm, wir legen nochmal Munition zurück. Für den Fall der Fälle. Ich wollte jetzt auch nicht so vollgestopft losgehen. Okay, ich benutze mal kurz den Fahrstuhl. Ich will mal wissen, wo wir reinkommen. Ich weiß, es ist nicht die Mission und so, aber... Jetzt bin ich mal gespannt mit dem Säurebad. Geht auch beides? Das wäre ja vielleicht auch cool. Elektro und Säure. So, ein weiter Weg nach oben. Sehr, sehr weiter Weg nach oben. Tja. Okay, das war ein ziemlich weiter Weg nach oben. Hier ist nochmal eine Rigstation. Ich traue hier keinem über den Weg. Aber Altmetall können wir schon mal mitnehmen. Okay. Elektroschockmodul. Das ist doch schon mal was. Okay. Genau dasselbe wie der Shuttle. Ah, wie cool.
Okay. Das heißt, das werden wir wahrscheinlich noch öfters brauchen. Und dann nochmal hier ein bisschen durch die Gegend chippern können. Dann gehen wir jetzt nochmal einmal kurz an die Bank ran, damit das eine Mörtelchen nochmal weg ist. Elektroschockmodul. Ich guck mal kurz. Nee. Was haben wir denn jetzt für ein Modul gekriegt? Keine Teile verfügbar. Ja, okay. Gute Frage, nächste Frage, aber das Ding könnten wir eigentlich auch nochmal verkaufen. Doch nochmal ein bisschen Altmetall. Ach hier, Elektroschock. Okay. Aktiviert einen Elektroschock beim zuletzt abgefeuerten Schuss. Okay. Das heißt, wir machen jetzt Säurebad, Munitionssammler und schocken die Gegner. Ja, da bin ich ja mal jetzt gespannt. War ja mehr als gespannt. Ah, wie nice ist das denn? Das heißt, ich kann dann einmal drauf schießen und danach die Ladung noch hochgehen lassen. Ja, das ist doch mal sehr schön. Das heißt, erst treffen wir mit Säure ein, danach gibt es dann noch ein paar Elektroschocks. Wir foltern die Gegner ja bald, ey. Das heißt, der Schaden muss ja eigentlich recht gut sein. Ja, Suchrobot wartet auf der Bank. Es kommt dabei raus, wenn man so viel Fahrstuhl fahren muss. Na, holen wir jetzt gleich nochmal, hier vorne ist ja gleich nochmal eine Bank. Dann holen wir uns gleich da den kleinen Bot ab. Den kleinen süßen. Und dann passt das schon. Das war ein weiter Weg. Okay. So, dann einmal hier nochmal an die Bank. So, dann gib mal her. So. Dankeschön. Und dann haben wir jetzt auch wieder genug bei, hoffe ich mal. So, dann wollen wir mal wirklich gucken, ob wir hier Munition finden. Also ist schon... Nicht schlecht, nicht schlecht. Das macht ja jetzt richtig Laune mit den Waffen. So, Textlog. Dann gucken wir gleich mal rein. SCAFISC204-81. Log-Einträge FCF Lumley, 29. August 2311. Erste Landezone eingerichtet. CMS Franklin und CMS Concier mit Ausrüstung und Personal unterwegs. 3. September 2311. Aufbau des Lagers reitet voran. SG. Nee, Sergeant George Schoren und zwei ein. Nee, was? Zwei ist. Das hat mich jetzt total verwirrt. Engineering eingerichtete Pipeline zur primären
Grabungsstelle. 11. Oktober 2311. Lager ist fertig. Höhere Wilde geschichtet von primären Grabungsstellen. 13. Oktober 2311. Stürme erschweren Nachschub. Haben CMS Franklin heute aufgrund heftiger Winde verloren. Crew vermutlich tot. 15. Oktober 2311. Crew der Franklin geborgen. Sie waren auf einmal hier. Irgendwas stimmt nicht. Behalten Sie hier, bis Sie zwecks Beobachtung zur CMS Greedy gebracht werden können. 16. Oktober 2311. Abschalten, 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 abschalten. Macht uns vollkommen. Das hat doch damals auch immer unsere Frau gesagt im zweiten Teil. Machen wir es wieder ganz. Na gut. Gucken wir mal. Dass wir hier schnell durchkommen. Aber die Muni könnte schon mal helfen. Oh. Das hört sich gut an. Okay, können wir gleich setzen. Perfekt. So, er sagt, wir sollen da rauf. Dann gehe ich den nicht vertrauenswürdigen Treppen hoch. Hat sich gelohnt. Oder auch nicht, weil ich die Kiste nicht kaputt kriege. Wunderbar. Dann einmal runterkrabbeln. Aber die Musik ist irgendwie... Okay, da hätte ich lieber wechseln sollen. Ah, okay, immer der letzte Schuss. Den kann ich zum Wechseln benötigen, also zum Elektrisieren benötigen. Ja. Ich bin schon ganz gaga im Kopf hier. Was ist das? Was haben wir hier? Technik. Gang. Okay. Der Technikgang kann da bleiben. Kein Zutritt für Unbefugte. Na gut. Unbefugt bin ich nicht. Das sieht hier ein bisschen kalt aus. Bin noch richtig, ne? Okay, hier ist nichts. Was zur Hölle? Okay. Ah. Okay, das sieht ja sehr, sehr cool aus, was ihr hier gemacht habt. Schön. Kunst ist ja immer schön. Oh. Aber doch ein bisschen zu viel Kunst für meinen Geschmack gerade. Auf diesem Planeten geht was echt Krankes ab. Was verdammt Krankes! Mach uns vollkommen. Was meinen Sie, was das heißt? Sergeant,
Bitte, Sir, können wir nicht einfach hier verschwinden? Nein, noch nicht. Der Transponder ist weiter drinnen. Sind Sie verrückt geworden? Sir, warten Sie auf mich! Mach uns vollkommen, ja. Okay. Gucken wir erstmal weiter. Lüftungen. Ich hoffe, ich habe gut erwischt. Nein, habe ich nicht. Hoppala! Vergiss es! Einer. Haben wir es jetzt? Der Schaden von der Waffe ist ganz okay, aber ich sollte aufpassen mit dem Trampeln, weil das löst ja meine Granate aus. Von der Granate bin ich aber noch nicht so krass überzeugt. Und ich könnte wohl ein paar mehr Clips schon benötigen. So, hier liegt jetzt auch nichts weiter. Doch. Ah, hier. Wolfram. Ja, sehr schön. Brauchen wir sogar. Ist jetzt aber nur die Frage, wie viel Munition habe ich jetzt verbraten? Ah, es geht. Es geht. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt eigentlich mit deutlich mehr gerechnet. Aber gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut, bevor wir weitergehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.